Hier ist Folge 169 aus dem Alster Filmstudio in Hamburg. Ja, guten Abend. Besonders erschreckend ist, dass eine Vielzahl dieser vor allen Dingen fungizidwirksamen Verbindungen ein hohes allergisierendes Potenzial haben. Das heißt also, das kann durchaus sein, dass ein Mensch in einen Apfel hineinbeißt und dann darauf so reagiert, dass er beispielsweise eine Atemnot haben kann oder dass er einen Ausschlag, Pickel auf der Haut bekommt und gar nicht weiß, woher das kommt. Der Toxikologe Hermann Kruse sagt ja in dem Beitrag, es könne dazu führen, also diese Pestizide, von denen da die Rede ist, dass man nach einem Biss in einen Apfel Atemnot oder Ausschlag bekommen könnte. Ist das totaler Unfug oder ist das theoretisch tatsächlich möglich? Das ist blanker Unfug und ich muss auch nochmal sagen, wie man den Mut aufbringen kann, so etwas in einer Sendung zu bringen, ist schon beeindruckend. Und das passt auch wieder zu dem, was ich anfangs gesagt habe, dass mit solchen Bildern, die da gemalt werden, die vollkommen ohne jede Grundlage sind, Menschen Angst gemacht wird. Überlegen Sie mal, welche Folgen so etwas haben könnte. Das könnte die Folge haben, dass Menschen keine Äpfel mehr essen. Kreimeier? Ja, Norddeutscher Rundfunk, Herr Kreimeier. Sie haben sich bei uns für den ARD-Check beworben. So, habe ich das? Ach, Herr Kreimeier, Sie haben das zwar unter anderem Namen getan, aber wir wissen doch genau, wer Sie sind. Ich habe die Frage, warum eigentlich damals das tolle ARD-Wunschkonzert eingestellt worden ist, weil da waren alle Musiksparten drin. Also es ist offensichtlich, dass viele Migranten, die zu uns kommen, aus kulturellen Kontexten kommen, in denen die Frau nicht so gewertschätzt wird, wie das bei uns der Fall ist. Der Innenminister vom Saarland hat das ja auch schon sehr präzise und deutlich ausgedrückt. Wie bitte? Wollen Sie mich ja verarschen? Doch, wollen Sie mich verarschen? Wie reden Sie denn? Also ich muss sagen, Günter Wallraff hat sich gut verkleidet diesmal, oder? Das ist ihm sehr gut gelungen, ja.